Der Hasti hat dieses Alkoholmessgerät mitgebracht. Dieses genau. Alkoholmessgerät ist laut Beschreibung auf Amazon polizeigenau. Dem würde ich sofort auch zustimmen. Das glauben wir natürlich direkt, ja. Selbstverständlich. Ja. Das ist allerdings so, dass wir immer das Bier trinken müssen, dann 20 Minuten warten müssen, dann können wir messen und am besten messen wir jeder dreimal, daraus den Durchschnitt bilden und dann haben wir das genaueste Ergebnis. Hello, 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 ja. Hello. So sagen. Nach Anleitung. Und dementsprechend, wenn wir nach jedem Bier 20 Minuten warten müssen, Leute, cheers. Selten, dass wir mal ein Bierchen zusammen trinken, aber heute ist es soweit. In diesem Sinne, cheers. Als erstes verköstigen wir übrigens mein Lieblingsbier, ein Tegernseer Hell. In 033 wohlgemerkt. Kann man trinken. Der macht den Warm-up und dann hast du 10 Sekunden Zeit zu pusten, aber du musst nur 4 Sekunden pusten. Deswegen, der erste Puster ist praktisch, okay, ich habe gemerkt, der pustet, dann musst du pusten, also dann bleibst du halt beim Pusten und beim zweiten Piepser kannst du aufhören zu pusten. So, ich hatte 0,05 plus 0,04 plus 0,0, was hatte ich beim letzten? 9, ne? Hatte ich beim letzten. Au! Jausa, Digga, er hat 0,19. Ey, was hatte ich beim letzten? 0,09, ne? Ja, okay. Geteilt durch 3 sind 0,06 bei mir. Musst du in deine Liste eintragen, Hasti. Der Schnitt von den 3 war jetzt 0,06 Promille. Ja, jetzt muss er wieder Warm-up machen. Ich mach das schon mal unser Bierchen auf. Ja, gerne, gerne. Du hast, was hattest du eben? 0,19. Pass auf, ich hab was vergessen. Ich hab mich mit Wasser nachgespült. Ja, dann spül doch mal. Ja. Ja, musst du jetzt eigentlich nochmal 3 neue machen. Phil, stimmt das, was die erzählen? Muss man das verdoppeln? Ja, okay, trotzdem nur eins. Okay, ja. Ja, dann kannst du eigentlich die 3 jetzt nehmen, oder? Ja, also ich habe wenn das Spülen zweimal, nichts geändert hat. Ich habe ja, zweimal, genau, ich hatte zweimal 0,19. 0,19 plus 0,19 plus 0,17. 0,17 geteilt durch 3 sind 0,183 Periode. Okay. Junge! 0, ey, ich bin einfach der Alkohol-Champ, Digga. Ich und kann du? Fünfmal so viel saufen wie du. Let's schau fucking mal, go, Junge. Schau mal, ich trinke jetzt immer 12 Bier und dann ab ins Auto. Easy. Das ist obviously ein Joke, Freunde. Was so, hast du. Was meinst du? Mein Schlabbesäbel. Dankeschön. Mein Schlabbesäbel. Ja. Freunde, Runde 2. Skoll. Das ist übrigens Schlabbesäbel aus Aschebesch, also Aschaffenburg, mit 0,33 und einem Alkoholprozent Volumen Promille Gedöns von 5,1. Findest du nicht geil, ne? Findest du gar nicht geil? Nee, absolut. Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal ein Schlabbesäbel getrunken habe. Ich weiß auch gar nicht, das? Wer die mitgebracht hat. Oh mein Gott. Hm. Ich finde das nicht schlimm. Urig, kernig, echt. Es hat irgendwie so einen komischen Nachgeschmack. Ja gut, für Leute, die halt Heineken trinken, kann ich mir das vorstellen, ne? Und kurze Real-Talk-Geschichte, die ich einmal raushauen will. Ein Kumpel gerne. Von mir damals, von der Mittelstufe, ja. Der hat eine Freundin abgeholt, weil sie betrunken war, damit er sie heimbringen kann und sie nicht selbst fährt. Ja. Sie hat ihm beim Fahren ins Steuer gegriffen, sie sind in den Gegenverkehr gekommen, sie ist am Unfallort gestorben und er musste festgezurrt, während das Auto auf dem Dach lag, hat er sie da hängen sehen, tot neben ihm im Auto und ist seitdem hello, bei weitem nicht mehr derselbe hello. Mensch. Also egal was ist, passt auf eure Freunde auf, wenn die trinken. Fahrt um Gottes Willen nicht betrunken Auto und passt da immer drauf auf. Ich persönlich mach's so, wenn ich trinke, fahre ich nicht. Wir wollen heute einmal just for fun wissen, wie viel dürfen wir trinken, um noch legal fahren zu dürfen. Das heißt nicht, dass ich dieses Wissen ausnutzen werde, um zu trinken und dann zu fahren. Das ist einfach nur just for fun, einfach mal ein Experiment, weil es uns beide interessiert hat, weil wir beide noch nie irgendwie pusten mussten oder sonst was. Weil ich sag euch, wie es ist, egal was beim nächsten Wert rauskommt, ich fühle mich gerade nicht, als könnte ich fahren. Ich auch nicht. Ja. Erst spülen. Erst spülen. Wir gucken mal, was es ist. Ich bin sehr gespannt. Das muss ja eh erstmal hier Warm-up, ne? So, an... Ich glaube, du pustest falsch. Ja. Wo denn? Du darfst nicht machen, sondern... Okay, ich habe 004 ja, also bei der ersten Messung. Du pustest falsch. Das ja, das hast du mir nie gesagt. Ich bin kein Alkoholtest-Puste-Experte wie das du. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ja, dann probiere ich es jetzt mal anders und dann gucken wir, ob da was ja. anderes passiert. Jetzt bin ich gespannt. 013. Ja, okay. Was hatte ich vorher? 009 oder so, ne? 012. Okay. 016, ja. 012. Was hast du jetzt? 010. Okay, also wir haben jetzt 012, 016, 010. Ja. Und warte. 013?
sind 0,12 Periode 6. Digga, das soll nicht mal die Hälfte davon sein, womit ich legal noch fahren darf. Weißt du, was das Ding ist? Das ist wirklich geisteskrank grob fahrlässig, ne? Ich sag dir, was das Problem dabei ist. Dass wir uns nicht auf die Messwerte verlassen sollten. Hast du, ich geh jetzt erst pinkeln. Ich muss auf Toilette. Hol zwei neue. Ja. Danach muss ich pusten. Yo! What the fuck? 0,34, willst du mich verarschen? Ehrlich? Ja, komplett. Da muss man die 4 Sekunden pusten. Jausa! Warte, sag nochmal, was du hattest. 0,53? 0,53, ja. Und davor? 0,36 oder so. Aber das ist schon ein großer Unterschied. Ja, du pustest halt auch falsch, ne? Und... 0,53. So, und wenn wir das zusammenzählen und durch 3 teilen, dann kommen beim Hasti 0,46 raus. So, ein Coin für dich. Ich kann es ja direkt eintragen, oder? Ein Coin für mich, ja. Hasti, Alkohol, du edler Geist, wie oft du mich zu Boden reißt, reißt du mich auch 10-mal nieder, ich stehe auf und trinke wieder. Prost. Fehlt die Limette? Limette? Die Limette? Limette? Die Limette. Ich weiß schon, wie ich das sage und ich sage das auch noch 10-mal so. Wusstest du, wofür die Limette damals benutzt wurde? Nee, ich weiß nicht, wofür die Limette benutzt wurde. Ich habe gerade in mein Mikrofon, mein Mundstück. Du redest gesprochen. Immer noch in deinen Schlauch. Als hätte das ein Profi gemacht, Freunde der Sonne, würde ich einfach mal sagen an der Stelle. Aber, da der Marvin noch weg ist, versuche ich einfach schon mal zu pusten. So, hast du das erste Durchgang? 0,54 ist ja nicht mehr. So, zweiter Versuch. 0,56 ja. Plus 0,56. Mehr nicht. Naja, es waren halt auch nur 3 kleine Bier bis jetzt, ne? 0,56. Ja. 0,56 ist gleich, sind 0,55. Also du bist jetzt voll drüber über Legallimit. Ja, ich kann jetzt nicht mehr fahren. Und da kommt raus 0,19. Oh, was? Ja. Nur? Pustest das so stark rein? Ich, am Anfang habe ich leicht gepustet, da hast du auch rumgeheult. Nein, du musst so einfach nur so 0,23. Okay. 0,19. Boah, Digga, das kannst du keinem erzählen. Du hast 0,20, auf gar keinen Fall. Digga, for real, ich fühle mich alles andere als 0,2. Ja? Also, wenn wir jetzt irgendwo wären, ne? Ja. Wäre das der Punkt, wo ich jetzt langsam machen würde und Wasser trinken würde. Echt? Ja. Okay. Ey, ich habe ein sehr angenehmes Level, ne? Ich merke so ein bisschen meine Bäckchen und so, ist alles cool. Wollen wir das nächste aufmachen? Ja, du hast sie da drüben, Hase. Ja, jetzt kommt das gute Heineken. So. Literally hast du noch nie so glücklich gesehen. Ja, Heineken ist nicht schlecht. Heineken ist so diese Baseline an gutem Bier. Ja, weißt du, wie ich auf Heineken... Also aber halt auch nicht mehr! Aber weißt du, wie ich auf den Geschmack gekommen bin? Wie? Das war 2022 auf der Messe. Vor allem, wir schrieben das Jahr 2022. Ja. Als ob das so 15 Jahre her war. Bro, 2022 war letztes Jahr, halt dein Maul. Ey, das Essen ist da. Ja, pass auf, ich hab eine Story, Digga. Echt, ja? Ich hab dem Bro gerade 5 Kilo Kohle geschenkt. Guck so in den Flur. Shisha kaufen. Ich so, nee, nur testen. Also nicht kaufen. Ich so, nee. Kohle kaufen. Ich so, warte. Hab ich schon 5 Kilo Kohle in die Hand. Wie viel? Ist nix, nimm. Geil! Also, wenn ihr bei Marvin vorbeikommt, dann kriegt ihr Kilo Kohle umsonst. Das war quasi sein Trinkgeld. Ne? Muss man ja auch fairerweise sagen. Das war sein Trinkgeld. Ich bin beim Exen immer sehr schlecht, muss ich sagen. Weiß ich. Wie man unschwer gesehen hat in meiner Insta-Story. Ja. Die ich dann irgendwann morgens wieder gelöscht habe, weil ich es peinlich fand. In meiner. In deiner? Ja, die du noch stolz repostet hast nachts.
und morgens gelöscht hast. Was? Ja. Ich habe deine Story gepostet? Ja. Nein. Ich dachte, und morgens gelöscht. Ich dachte, ich habe die selber hochgeladen. Nee. Also hat das actually gar nichts gebracht, was ich getan habe. Nee, also bei mir war die noch. Ah, perfekt, Digga. So, ich esse jetzt den letzten Burger, dann habe ich auch wieder Hände für den Chat. Komm, wir machen jetzt diesen Lauftest. Diesen Driving okay. Under the Influence Lauftest. Wir machen den jetzt. Pass auf, ich bereite das kurz vor. Warte kurz. Hier. So, stell mal den Kugelkorb weg. Ja, ich gebe mein Bestes. Und dann muss man jetzt auf dieser Linie ja. Fuß für... Oh Gott, es ist tatsächlich schwerer als ich dachte. Chat, seht ihr das? Seht ihr das? Clip, Clip, please. Please, Clip. Bitte. Bitte, Clip. Clippen Sie das. Starker Gegenwind bei euch. Junge, geil. Also ich würde tatsächlich sagen, ich kriege das besser hin. Hello, 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 hello. It's a motherfucking pleasure. Officer, please let me keep my driver's license. Mach's erstmal besser, du Penner. Ah, falsch. Deine Fresse. Fuß an Fuß. Scheiße, der macht das echt fair. Oh, oh, oh. Ja, okay. So viel zu deinem Führerschein, Bruder. Es gibt keine zweiten Versuche. Ich muss mich einfach nur konzentrieren. Okay, was gibt's noch für betrunkenen Tests? Auf einem Bein stehen. Um Gottes Willen, nein. 30 Sekunden. Nee, niemals. Ich würde fast behaupten, dass ich es schaffe. Das ist krass. Würde ich fast behaupten. Ja, do it. Okay. Okay, hat jemand einen Timer? Arme nach außen ausstrecken, Augen zu, Finger an die Nase führen. Was, so? Nein, nicht der Test. Anderer Test. Aber Arme nach außen würde doch helfen, oder nicht? Ja, das hilft. Noch ein Tegernseher? Gerne. 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 Sehr gerne. Obwohl das, ja doch, da, Tegernseher, Tegernseher, mal, was soll das Spaß hier? Oder trinken wir was anderes. Was willst du denn? Willst du eine Jackie trinken? Hast du Cola da? Ja. Ja, okay, ist okay. Ja, gerne. Also bei Jackie Cola bin ich dabei. Jackie ist da? Ist da noch was drin? Ja, da ist sogar noch einiges. 0,21. Digga, das ist fake. Also der Typ ist halt komplett weg, ne? Wirklich. Also der rafft nichts mehr. Und bei dem kommt nur 0,2 raus. 0,14. 0,14 kommt bei dem raus. Das kann nicht wahr sein. Maul, du kriegst nichts mehr mit, Penner. Ich krieg nichts mehr mit. 0,33. Das klingt schon eher nach dir. Geteilt durch 3 bin ich immer noch bei 0,22. Ja. 0,57. So, einmal zurücksetzen. 0,57 plus. Ey, das zählt nicht. Der hat schon runtergezählt, bevor du angefangen hast zu pusten. Aber es ist wieder 0,58. Wird auch nicht mehr sein. Okay, plus 0,58. 3, 2, 1. Fertig. 0,6. Straight, ne? 0,6. Ja. So, ist gleich 1,75 geteilt durch 3 ist 0,58333333333. Ich fühle mich anders. Anders geil oder was? Ich fühle mich anders, Digga. Also das Ding ist halt, wenn wir das jetzt als richtig nehmen, ne? Ja. Willst du mich verarschen, dass du quasi mit dem Promillegehalt, den ich habe, ja, noch fahren kannst? Nee, darfst du ja nicht. In der Theorie? Nee. Naja, fast. 0,3 ohne Ausfallerscheinigung. Von 0,3 bis 0,5 ist mit Ausfallerscheinigung Ende. Und ab 0,5 ist fertig in Deutschland. Okay, also aber bis 0,5. Du bist knapp drüber, ja. Ja, genau. Sagen wir bis 0,5. Ja. Willst du mich verarschen, dass ich quasi fast damit noch fahren kann? Nicht nur das. Ich bin komplett fein raus. Ja. Wenn meine 0, was hatte ich? 0,23? Ja. Ich bin fein raus, Digga. Das kannst du doch keinem erzählen. Nee, kannst du wirklich keinem erzählen. In diesem Sinne, Leute, wir brauchen einen Trinkspruch.
Es säuft der Bauer, es säuft der Knecht, aber wir von der Skifahr-WG saufen auch nicht schlecht, den nehmen wir. Der ist gut. Ich möchte an der Stelle einmal sagen, dass der Marvin gnadenlos brechen wird heute. Nee, ich habe noch nie wegen Alkohol gebrochen. Junge! Ich werde heute nicht anfangen. Du hast diese 50-50-Geschichte. Ja, ich bin strong, Digga. Was soll ich dir sagen? Niemals kriege ich das runter. Wenn ich Ziele im Blick habe, dann habe ich schon mal mein Shirt voll. Der Asti hat nicht mal genippt, der Penner. Marvin, der pustet gerade. Der schafft das aber nicht mehr, weil er schon so weg ist. 033. Willst du mich verarschen, Digga? Ich mach nochmal. Ich hab das Gefühl, ich hab 5. Du hast, nach der Mischung hast du 7. Ja, ja. Es ist eigentlich schon traurig, dass niemand von uns auf 1 gekommen ist, ne? Ja, ja. Aber merkt ihr gerade, wie er taumelt? Gar nicht. Junge, du taumelst im Hello, 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 hello. Ich bin auf Camera, du hast keine Sorge. Komm rein! Marvin ist doch eigentlich nüchtern. Niemals. 051. Bro. Hast du eigentlich addiert? Nee. Mach mal, mein Handy liegt da mit Rechner. Ich muss hier 0,51 eingeben. Ja. Plus. Plus? Aber was war das andere? Nee, da hab ich. War falsch. Okay, war falsch. Hab ich einen Fehler gemacht, gebe ich zu. Ja. Und? 022. Ja, komm, Digga. Und? Plus? 0,55. Sind 0,43. Ja, easy. Du kannst easy fahren. 3, 2, 1 und hast die Hut bei der ersten Messung 0,59. 1, 0 und 0,71. Jetzt wird sportlich. 4, 3, 2, 1, 0. 0,77 und das ergibt 2,07 geteilt durch 3 macht 0,69 Promille. Ich würde sagen, so fühle ich mich. Ja? 0,49. Laut dieser Messung dürfte ich ohne Ausfallerscheinungen legal ein Kfz bewegen. Das ist 0,45 Promille. 0,45 ist mein Schnitt? Ja. Das heißt, ich darf jetzt heimfahren. Ja. Hasti, würdest du dich noch zu mir in ein Auto setzen? Gar kein Fall. Junge, ich bezahle ein Flugzeug, wenn du möchtest, nach Hause. Das lohnt sich nicht. Nee. Außerdem hat mein Papa geschrieben, er ist da. Achso, echt? Und ich will nur noch mal festhalten. Also, wir wissen natürlich, dass man diesem Gerät, was für knapp 40 Euro auf Amazon gekauft wurde, nicht vertrauen darf. Das ist richtig. Aber auf der anderen Seite, wenn das auch nur ansatzweise die Wahrheit sein sollte über unsere aktuellen Alkoholwerte, ja, dann sind sogar die aktuellen Gesetze wirklich lächerlich, ja, zu leicht in Deutschland. Ja. Und das kann ich euch sogar mit meinen im Schnitt 0,45 Periode 6 Promille sagen. Ja. Wenn ihr trinkt, fahrt kein Auto, bringt weder euch noch sonst wen in Gefahr. Wir sind für heute raus. Wir werden jetzt abgeholt, damit wir obviously selbst nicht mehr Auto fahren. Ja. Euch eine gute Nacht. Kuss fürs Zugucken. Ich hoffe, es war witzig. Und bis zum nächsten Mal. Auf ein Wiedersehen. Da aber wieder nüchtern. Hasti, Kuss fürs Mittrinken. Hat Spaß gemacht, Marvin. Danke, Basti. Dank Hasti. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Und ganz wichtige Message. Einfach nicht trinken. Und dann fahren. Und dann fahren. Also trinken, actually, meinetwegen. Aber und dann fahren. Nicht fahren. Nicht fahren, bitte. Don't drink and drive. Genau. Wichtig. Ja. Gute Nacht, Leute. Auf ein Wiedersehen. Bis Sonntag.